Ich grüße euch, meine lieben Freunde, zum 8. Tag der Intergalactic Aerospace Expo hier in Area 18. Ja, der letzte Tag, die Füße schmerzen, der Rücken tut weh und die Augen sind trocken. Und heute ist Origin Jumpworks hier und das gucken wir uns jetzt gemeinsam an mit dem Hähnchen. Grüß dich, Hähnchen. Hähnchen, ich grüße euch. Ja, der ist super gut drauf mit seiner Monobraue da. Und auf der anderen Seite steht Chaos im Drake-Kostüm. Hallo! Heute mal angezogen. Genau, und das war's jetzt auch schon. Der Typ, der da in weiß in die Ferne schweift, der gehört nicht zu uns. Ne? Boxen. Ja, da. So, wir fangen an. Ne, denn wir wollen uns heute auf jeden Fall die 890 Jump von innen angucken. Dieses Prachtschiff, was da hinten so quer durch die Halle thront. Füllt die Halle gut aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Schon echt. Ich frage mich, wie die das da hingekriegt haben. Weil ich sehe ja keine Hange. Wahrscheinlich hingestellt und drumrum gebaut. Keine Ahnung. Ich vermute mal die Einzelteile hier einfach reingetragen durch den Fahrstuhl. Das wird sein. Wenn ja, die haben ein Schiff hier drin aufgebaut. So, wir machen hier mal wieder so ein. So, zack. Ne, dann könnt ihr euch mein Hinterteil angucken. Die ganze Zeit. Ne? So, und dann werden wir mal so entspannt über die Messe laufen. Und die 600er-Varianten werden wir uns auch kurz angucken. So viel Zeit muss sein. Hier sind Sitzkisten aufgebaut. Sitz was? Ja, Origin hat hier ein paar Sitzgelegenheiten aufgebaut. Oh, das ist ja nett. Wo man sich nicht hinsetzen kann. Ja, das ist halt auch so ein bisschen für die älteren Leute. Ne? Die haben halt schon Geld und die müssen sich dann zwischendurch auch mal hinsetzen. Ah ja, hier, guck mal, Verkaufstresen. Ach. Übrigens, Sitko, da in dem ein Video, wo ich da nicht live mit bei war, wo ich im Schiff drin saß, ich kam nicht mehr aus dem Sitz raus. Ich musste da mich nachher umbringen. Ehrenselbstmord? Ja, der wollte einfach nicht mehr aussteigen. So, fangen wir an mit der M50 von Origin. Das ist das Racing-Schiff. Dieser Firma ein echter Flitzer. Ne, also das Ding geht ab wie Schmitz Katze. In der Beschleunigung unglaublich. Für mich ist es mein Lieblingsrennschiff, muss ich wirklich sagen. Vergleichbar so ein bisschen mit der Razor. Ja, optisch natürlich nicht. Die Razor ist ja von MISC, ja, vom Musashi Industrial Starflight Konzern. Und die sieht ja eher aus wie ein Rennwagen. Und das Teil sieht ja, anders ein bisschen aus. Sieht eher aus wie so ein genau, wie so ein Düsenjet, so ein Spitzer. Ne, hinten diese Glasteile, da sieht man so ein bisschen den Motor drin. Auf jeden Fall, wenn ihr ernsthaft richtig geile Rennen fliegen wollt, ist das auf jeden Fall eine gute Wahl. Oder die Razor, halt wie gesagt. Ne, also, ja, ihr müsst mal gucken. Ich hab ja mal so ein Vergleichsvideo gemacht, wo ich die ganzen Rennschiffe mal miteinander fliege und vergleiche und so. Und das, da hat die auf jeden Fall mit am besten abgeschnitten. Oh, wollte also ich gerade sagen, die hast du cool. Doch da getestet. Die ging doch richtig gut ab. Ja. So, auf der anderen Seite haben wir die 85X. Das ist der Snapfighter der 890 Jump. Ja, die bekommt ihr auch zusammen. Wenn ihr jetzt eine 890 Jump kauft, bekommt ihr das gratis mit dazu. Gibt es eigentlich noch einen Rover dazu? Chaos, weißt du das? Bei der 890? Ich glaube nicht. Nee, ne? Ich muss genau sagen, ich finde das Ding verdammt hässlich, ne? Ja, gut, meinst du es jetzt auch nicht? Also ich find's hinten eigentlich ganz cool, muss ich sagen, aber vorne ist mir. Ja, also es gibt schlimmere Sachen, ne? Aber meins ist es jetzt. Ich muss auch sagen, Origin ist sowieso nicht so meins. Ne? Das ist mir alles viel zu lecky. Ich bin da ja eher so der Drake-Typ. Ja, ich weiß, man sieht es an meinem T-Shirt, aber ich bin richtiger Origin-Fan. Ja, sieht man sofort. Ja, ich stehe auch mehr so auf der Rustikale. So, auf jeden Fall, das Besondere an dem Ding ist auch, wie ja neulich schon bei der Pisces, haben wir ja gesagt, dass es wenige Snapfighter gibt, die auch einen Quantum Drive drin haben. Dieses Schiff hat auch einen Quantum Drive. Ja, das fiel uns ja da nicht ein, aber jetzt. Also, eigentlich kann man sagen, 50% haben einen Quantum Drive, 50% haben keinen. Wahrscheinlich, genau. Wahrscheinlich hat eigentlich nur die Merlin kein Quantum Drive. Ja, die Merlin und die Archimedes, oder? Ja, genau. Ja, also ist ja das Gleiche, fast. Ja, eigentlich schon. Gut, dann gehen wir weiter. Mensch, oh, diese Rüpel hier, ne? Guck sie dir an. Die Riesenhalle und die rennen hier alle rum. Genau, wie ein Magnet. Hier gibt's doch nichts geschenkt, ne? Was hast du?
Hier gibt's doch nichts geschenkt. Eigentlich nicht. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal auf die 300er-Serie ein. Es gibt ja noch mehrere Vehikel von Origin Jumpworks, die sind jetzt hier nicht zu sehen. Es gibt einmal noch eine 100er-Serie, die ist noch kleiner als die 300er-Serie, logischerweise. Ne? Die gibt es aber noch nicht, die sind immer noch in einem Rework. Und dann gibt es noch sogenannte Bodenflitzer, ähnlich wie die Nox oder die, sag schnell... Nox, Dragonfly. Dragonfly, ja. Ich will immer Yellow Jacket sagen, aber Dragonfly, genau. Das sind die X1-Varianten. Die gibt es aber auch noch nicht. Die sind auch schon relativ lange im Konzept. Ne? Die könnten sie auch mal raushauen langsam. Oh, ich hätte nichts dagegen, wenn sie im Konzept bleiben. Ja. Die X90, die kannst du dir hier nicht anmieten, ne? Doch, oder? Kannst du nicht? Nee, die geht nicht. Ne, auf jeden Fall, guckt euch das an. Ein riesen Kavuli. Ja, hier. Komplett. Ja, ich meine... Damals die 600er, die da hinten steht, hinter der 890, da, warte, ich muss mal da hingucken. Ja. Guck da jetzt hin. So, die ist da. Schon groß eigentlich, ne? Die ist schon groß, ja. Und dann guck immer das Ding an. Ja, das ist geil. Wirklich, als das reinkam. Meine Kraken ist größer. Ja. Ja, Chaos hat jetzt eine Kraken. Ja, ich würde es nochmal hier im Video sagen, ich habe meine Kraken gekriegt. Ich liebe es hier. Ja. So, fangen wir an mit der 300er. Ja, das ist das Standard-Einsteiger-Touring-Schiff. Im Grunde genommen, wie immer bei den ganzen nicht spezialisierten Schiffen, das Ding kann nichts richtig gut. Ja, das ist einfach mal, um so ein bisschen luxuriös von A nach B zu kommen. Ja, ist die Größe Small. Sieht auch optisch daneben aus. Was sagst du? Die sieht auch optisch daneben aus. Ja, ist halt weiß, ne? Ist halt auch Geschmackssache. Also die hat ja auch einen Rework bekommen. Was sagst du, Kers? Ich finde sie weiß am schönsten. Eigentlich. Ja, ist halt wie gesagt Geschmackssache, ist ja jetzt eine Farbe. Ne? Also daran soll es jetzt nicht scheitern. Auf jeden Fall, was ich echt ganz schön finde, ist halt diese Detailarbeit zwischen schwarz und weißen Akzenten. Ja, dass hier zum Beispiel in der Mitte hier dieser schwarze Streifen dann hier noch so zwischen ist, wo dann hier der Retro-Thruster noch zwischenhängt und so. Okay, das schon kann ganz man schön sich gemacht. Noch gefallen lassen, aber... Ne? Ansonsten, wie gesagt, ist das Teil absolut, ja... 8 SCUs hat das Ding bekommen nach dem Rework. Das ist auch so Mittelmaß. Von der Geschwindigkeit ist es das langsamste. Wir haben halt 204 Meter pro Sekunde im Standard Maneuvering Mode und 1190 Meter pro Sekunde im Afterburner. Und das geht jetzt nach Steigerung dann immer höher bis zur Racing-Variante. Ne, da haben wir dann ein bisschen mehr. Dann, was auch als erstes, das erste Mal ins Spiel gekommen ist durch diese Serie, ist das Customization Tool. Dass ihr die Möglichkeit habt, dieses Schiff zu kaufen oder andere dieses Lineups, also oder die hier zum Beispiel, und ihr könnt dann so ein bisschen die Farbe variieren, ihr könnt euch eine Kaffeemaschine reinstellen. Wir können ja mal reingehen und dann gucken wir uns auch mal an, vielleicht steht ja eine Kaffeemaschine drin. Nur einfach mal schnell mal gucken, wenn wir reinkommen, ne, ist ja immer so eine Sache bei den Schiffen. Bei einem Schiff kommt gerade einer raus. Bei welchem? Bei der 315P ist gerade einer rausgekommen. Okay, dann gehen wir da rein. Dann muss das ja gehen. Ne? Mal gucken, ob wir da irgendwo den... Ah ja. So, dann fährt hier die Schwingtür auf. Die Leiter kommt raus. Die Klappen da nach hinten. Auch sehr cool animiert. Ich meine, es ist schon ein schönes Schiff. Ne, letztendlich, wie gesagt, muss man halt entscheiden, was man für sich haben will. Hier gibt es ein Bett. Noch einen Schrank hinten. Hier könnt ihr die Waffen reinstellen. Champagnergläser. Hier steht normalerweise die Kaffeemaschine. Dann gibt es noch eine Musikanlage. Ja, also hier ist nichts ausgestattet. So, dann könnt ihr euch einen Kaffee machen. Hier gibt es noch ein Töpfchen auf der Seite. Schade, dass sie nicht mehr die Flügeltüren dran haben, wie das die erste Phase des Schiffes. Ja, ja. Wie gesagt, nach dem Rework gab es ein kleines Update. Aber ich muss sagen, es ist schon gelungen. Ein paar Sachen sind natürlich weg, klar, Flügeltüren. Und, Ich bin ein luxuriöses Auto ohne Flügeltüren. Das beißt sich doch. Ja. Gut, stiefeln wir weiter. Wir haben noch eine Menge vor. So, wo waren wir denn eigentlich drin? Das war die 315P. Das ist praktisch die Exploration-Variante dieses Lineups. Hat die meisten SCUs, die ihr mitnehmen könnt, nämlich 12 hier hinten. Wir können ja mal zum Vergleich die ganze Show sie ausfahren. Genau, und das Besondere an dem Ding ist hier, es hat halt zwei Klappen. Ja, wir haben einmal diese Klappe und Chaos fährt jetzt noch die zweite raus, genau. Und da können wir dann 12 SCUs mitnehmen. Die anderen haben auch alle nur eine Klappe, ja, die ihr runterfahren könnt. Aber auch sonst richtig geil schon gemacht mit der Animation, hier mit der ganzen Hydraulik und so.
Ne? So, hier, warte, das Händchen gleich los, vor Freude. Guck. So, und wir haben hier vorne, das ist ein Traktorstrahl, ne? Der hier vorne dran hängt, oder? Bei dem Ding? Ich glaube, ja. So, also ihr seht schon, gegenüber der Weißen ist hier schon ein bisschen was Besonderes, ne? Klar, ist ein bisschen teurer, das Ganze, aber das sind jetzt so ein paar Dollar, ja, beim Kauf. Das geht schon. Ne, wäre also für Exploration. Ich würde sagen, wenn jemand einfach nur einen Luxuskraft von A nach B fliegen will, würde ich die 315P empfehlen, weil sie einfach den größten Frachtraum hat. Genau. Also so, dass ist das schon echt ein mega Vorteil gegenüber der Weißen. Ne, klar, die gibt es halt nur dann nicht in Weiß. So. Ja, aber du kannst sie in ganz hell Metallic machen, sieht quasi aus wie Weiß. Genau. Ja, wir sind hier mit dem Ding ein bisschen schneller. Wir haben 210 Meter pro Sekunde, also vorher hatten wir ja 204 bei der anderen, das ist jetzt nichts, ja. Und im Afterburner haben wir dann 1225 Meter pro Sekunde, ne? Gegenüber 1190. Also wie gesagt, das Ding ist ein bisschen schneller. Aber letztendlich muss natürlich jeder entscheiden. Ich muss ganz persönlich sagen, ich hatte die alle mal ausprobiert und auch die Rennvariante, zu der wir jetzt gleich noch kommen, aber gegenüber der M50 da hinten stinkt die halt echt ab. Ne? Also die ist, was das Manövrieren angeht, wirklich noch kein Rennschiff. Ne? Also das ist... Vielleicht ist es aber auch das falsche Rennen. Vielleicht ist einfach geradeaus beschleunigen, aber selbst da würde ich sagen, ist die noch besser. Ne? Aber ja, probiert es einfach mal aus. Ihr könnt das Ding ja renten und euch mal angucken. Wir gehen hier mal rüber. Gehen erstmal zu der 325A, der Kampfvariante der 300er Serie. Hätte ich sich in den Lagerraum hinlegen, dann können wir dich einsperren. Nee, lass mal, ich komme wieder nicht raus da. Ja, schon krass, unter diesem massiven Schiff einfach mal drunter zu laufen. Schon nicht schlecht. Ja, ist schon der Hammer, ne? Ach doch, die kann man doch, jetzt kann man sie, guck mal. Kannst du doch hier. Kannst du renten, kannst du fliegen. Ja. Ah, ich stand vorhin ein bisschen verkehrt. Ja, das ist sowieso immer durch dieses... Ich würde mir wünschen, dass sie einfach nächstes Jahr ein paar Schilder hinstellen, wo man die dann renten kann. Ne? Dann ist auch dieses Orange da weg. Ja, das ist ein bisschen... So, hier haben wir dann jetzt die 325A. Wie gesagt, das ist die Kampfvariante mit 4 SCUs, also am wenigsten von allen. Und der Racer hat dann auch 4 SCUs. Da geht dann einfach nur hinten die Klappe auf. Genau, da geht dann hinten die Klappe auf. Die Besonderheit an dem Ding ist halt einfach die Ausstattung an Waffen. Ja, wir haben hier gegenüber den anderen Schiffen, die nur drei Size 3 Hardpoints haben, haben wir hier zwei Size 3 und ein Size 4 Hardpoint. Und dieser Size 4 Hardpoint ist der Eumel hier vorne. Ja, ein riesen Kavuli. So, trotzdem würde ich nicht sagen, das Ding ist jetzt der Hammer im Dogfight. Ne? Also, ist okay, aber auch, man muss das halt immer in den Klassen sehen. Ja, gegen einen richtigen Dogfighter, ein richtiges Kampfschiff von Envil zum Beispiel, keine Chance. Ne? Also das ist, man muss es halt wirklich immer im Verhältnis sehen. Ne? Also mit dem Ding wird man jetzt nicht in den Krieg ziehen. Aber mal so. Ne? Wir haben außerdem noch 8 Raketen, 4 Size 2 Dominators 2 und 4 Size 3 Arrestor 3 sind hier noch unten, hängen hier noch unter. Aber das mit den Waffen, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, das kann sich auch alles noch ändern. Im Grunde genommen, sonst unterscheiden die sich nur von der Lackierung und vom Innenbereich so ein bisschen farblich. Ne? Nö, 350R ist schon krass anders von innen. So, und Händchen mag das Racing-Schiff nicht, stimmt's? Das ist nämlich das hier. Verstanden. Hey, das finde ich von der Lackierung, muss ich sagen, finde ich das echt ganz cool. Ja, die finde ich auch von der Lackierung. So, siehst du, und dann sieht man auch schon die Waffe hier vorne, das sieht schon viel kleiner aus, nämlich Size 3, ja, gegenüber dem anderen Teil da hinten. Und auch die Besonderheit an dem Schiff ist, wir haben hinten zwei Haupttriebwerke anstatt von einem. Das macht das Ding jetzt aber auch nicht besser. Denn wir haben, wir kommen vielleicht ein bisschen besser vorweg, also von der Beschleunigung her ein bisschen schneller vorweg, aber zumindest von der Manövrierfähigkeit, da haben wir bei allen Schiffen 12 gegimbelte, glaube ich, Manövertriebwerke. Die sind gegimbelt. Und ich hätte mir gewünscht, dass es hier ein paar mehr sind. 24 zum Beispiel, ja. Weil das Ding ist einfach in der Manövrierfähigkeit wirklich nicht gut, finde ich. Ne? Aber das muss jetzt auch noch nichts heißen.
Die würde ich aber nochmal von innen zeigen, oder? Weil die sich doch schon von innen stark unterscheiden. Genau, da gehen wir nochmal rein. Und was das Ding halt auf die Beine bringt, sind 285 Meter pro Sekunde im Standard Maneuvering Speed und halt 1345 Meter pro Sekunde im Afterburner. Das ist halt schon jetzt die Top-Geschwindigkeit von diesem Line-Up. So, gehen wir nochmal rein. Wenn wir dann reinkommen. Jo. So, und durch das zweite Triebwerk ist hier hinten halt weniger Platz. Ja, und das sehen wir auch. Warum da jetzt, zeige ich euch, ein Bett drin ist, weiß der Geier. Also wenn ich das Ding als Rennschiff benutzen würde, will ich auch kein Bett drin haben. Was soll das? Ne? Dann will ich hier alles raus haben, dann will ich hier einen Motor reingebaut haben. Ne, also keine Ahnung. Also, und hier seht ihr auch so einen Rennsitz. Ne? Das ist alles so ein bisschen auf Rennen ausgemacht. So, und ein Töpfchen gibt's auch, ne, falls man mal auf der Strecke mal muss. Ne? Ja, keine Ahnung. So, willst du auch rein, Händchen? Ja, einmal gucken. Geh erstmal nach vorne, gehe ich raus. So. Doch, ich würde aber auch gerne nochmal rein hier. Ja, ja, warte, lass mich mal aussteigen, bevor jetzt hier alle sterben. So, Händchen. Ja, ich war doch vorne hier. Ich steige nicht in den Sitz, da komme ich wieder nicht. Ja, momentan ist es halt leider so, dass man, wenn man sich berührt, bricht man sich die Beine und stirbt. Ne, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man nicht irgendwie... Aber so schick vom Cockpit hier, so ein bisschen Carbon-Look und so, sieht schon nicht schlecht aus. Ja, ja, ist halt schick. Ne? Es ist wirklich ja, Luxus. Ne? Und das transportiert diese Marke wirklich auf jeden Fall richtig gut, muss man sagen. Gut. Gehen wir weiter. Okay. Händchen, wir gehen schon mal vor, ne? Ich komm nicht raus hier, oder? Mach mal. Tschüss. Alter, warte mal. Jo, alles klar. Muss ein bisschen zurückgehen, dann geht's. Ich bin schon ganz zurück hier. So, was haben wir denn hier, Chaos? 600i Touring-Variante. Ist die Touring-Variante? Nein, nicht die Touring, Exploration. Die Exploration-Variante. Die 600i gibt es zwei Varianten. Einmal Exploration-Variante oder Explorer-Variante und die Touring-Variante. Hier das haben wir die 600i. Ist das vielleicht doch die Touring-Variante? Ich weiß nicht, oder? Werden wir sehen. Da steht eine ja, ja, wir sehen es halt auf jeden Fall drinnen. Ne? Wie es denn drinnen aussieht, weil hier stand es gerade. Das ist... Achso, das steht hier gar nicht. Ja, wir müssen drinnen gucken. Ne? Das können wir euch dann sagen. Die unterscheiden sich nämlich doch schon. Die Exploration-Variante ist natürlich, wie der Name schon sagt, die geht darauf, Sachen zu entdecken, auf luxuriöse Weise. Und ich komme nochmal drauf. Okay. So, ja. Und die Touring-Variante ist halt auf so der anderen Seite ist ein Bildschirm. Kleiner Luxusliner. Ne? Tschüss, Händchen. Ist einer der wenigen Fahrstühle, die Gravitation haben. Also kannst du hier im All auch drauf stehen. Ne? Im ja, okay. Zum Beispiel. So, wir fahren jetzt erstmal hoch. Ich hoffe, das Schiff nimmt uns nicht gefangen. Das mache ich manchmal leider auch so. Und fangen erstmal hier vorne im Cockpit an. Hier können drei Leute sitzen. Ja, natürlich der Captain hier in der Mitte. So, übrigens diese Joysticks, also die gefallen mir ja gar nicht, ne? Auch wenn man da drin sitzt und die bedient, das sieht echt so knobelig aus, irgendwie, als wenn man die gleich abbricht. Also ist irgendwie nicht so gut, aber egal, Geschmackssache, ne? So, ansonsten natürlich alles hier stromlinienförmig, so, das wollte ich sagen. Im Origin-Look, ne, also der Steiger zieht sich durch. Hier haben wir dann ein paar Rettungskapsel für die drei da vorne, wenn dann Not am Mann ist, obwohl ja der Captain eigentlich immer als letztes, ne, vom Bord geht. Hier, er flext schon wieder in seinem Holoball. Ne, und hier ran erkennt man jetzt auch die Exploration-Variante, denn hier sitzen dann letztendlich zwei Leute, die so ein bisschen die Gegend scannen und also ein bisschen kartografieren und so. Ne. Die sitzen dann hier, aber wie in jedem Schiff, wenn ihr euch jetzt hinsetzt, könnt ihr eigentlich auch wieder nur Landeerlaubnis erbitten oder so ein bisschen mit den Schilden rumspielen. Diese ganze Mechanik ist noch nicht im Spiel. So, hier ist dann noch ein weiterer Fahrstuhl. Und wenn wir hier hochgehen, müssten wir, glaube ich, zu den Quartieren kommen, ne? Oder? Ist das die Bar? Nee, die Quartiere sind unten, ne? Ja, Bar ist auch gut. Bar ist immer gut. Bar ist immer gut. So, hier haben wir noch Waffendepots. Chaos, hast du Taschengeld bei? Taschengeld? Nee, die Quäker hat mein Taschengeld gefressen. So, hier gibt es noch ein paar. Ich denke mal, das ist der Raum, wo die Crew sich dann die Kampfanzüge und die Waffen besorgen kann, falls irgendwie das benötigt wird. Hier geht es dann in die Bar, ja, denn auch ein Exploration-Schiff muss ja versorgt werden mit Getränken. Ja, Mann!
Also ich glaube, der Bereich unterscheidet sich jetzt auch nicht, ne, zu der Touring-Variante, oder? Der hintere Bereich, ich glaube nicht. Nee, werden wir aber gleich sehen, in der Touring-Variante war ich noch nicht. Genau, auf jeden Fall gibt es hier einen wunderschönen, eine riesen Sofa und eine richtig, richtig gute Aussicht. Ne, wenn ihr im All seid oder irgendwie nach Hörsten oder Arkop reinkommt, das sieht schon echt beeindruckend aus von hier. So, wenn wir hier runtergehen, dann haben wir hier auf der linken Seite, glaube ich, das ist so eine Art Serverraum. Würde ich jetzt mal so sagen. Ne, hier kann man noch ein bisschen Module austauschen, Engines reparieren. So, ich glaube, hier, das kann man sogar auch aufmachen. Jetzt ging das, glaube ich, mal irgendwann. Jetzt geht's nicht. Küche? Nee. Egal. Nur hier sind auf jeden Fall die Komponenten verbaut. Kaffeemaschine hier drin. Keine Kaffeemaschine? Nein. Nein. So, jetzt noch ein kleiner Aufenthaltsbereich. Hier können die Kleinen mit der PlayStation spielen, mit der PlayStation 500. Ja. So, hier ist ein gefährlicher Tisch. Hier dürft ihr auf keinen Fall hinsetzen, aber auch richtig geil mit diesen Goldintarsien hier. Ah, das sieht schon echt fett aus, ne? Also wirklich Luxus kommt hier auf jeden Fall rüber. Hier gibt es eine Küche. Hier hat noch einer Melone gegessen. Ne? Und normalerweise, ach ja, da hinten gibt es ja noch einen Billardtisch. Das wird hoffentlich auch irgendwann reinkommen. Dann können wir sagen, hier Chaos, Händchen, komm her, Partie Billard. Ich stoß an. Ich gewinne. Und Kreiden nicht vergessen. So, was war auf der anderen Seite, Chaos? Du warst da gerade drin. Ich bin unten. Ach so, nochmal das Gleiche. Auf der anderen Seite, ja klar, muss ja auch, kann auch sein, dass das hier aufgeht. Ne? Ja, muss natürlich ordentlich was verbaut sein hier für das Teil. Ne, hier sehen wir noch ein Utility-Panel, hier wird wahrscheinlich auch noch irgendwas passieren. Vielleicht auch der Wäscheschacht. Man weiß es nicht. Wollen wir gleich mit der anderen 600i weitermachen oder erst die 800i? Nee, wir machen da erstmal mit der anderen 600i weiter. Dann haben wir auch so den direkten Vergleich. Auf der 800i läuft ein Typ rum. Ich hoffe, er springt. Siehst du die von hier? Ja, er rennt gerade oben über die. Ach, du bist draußen? Ja. Okay, ja, wir würden jetzt mal, ich würde noch mal ganz kurz in das andere Deck fahren. Ich glaube, er ist gesprungen. Er ist gesprungen, nein. So, was haben wir hier? Da waren wir, glaube ich, schon drin. Ja, genau, da war das mit den Suits. Jetzt fahren wir noch kurz in das andere Deck. Das ist dann, glaube ich, das für die Crew. Ich ein bisschen schade finde, dass die 600er angeblich nicht schwimmen soll, im Gegensatz zur 890. Okay. Das finde ich ein bisschen schade, wäre eigentlich cool, wenn sie schwimmen könnte. Ich hoffe, es ändern die noch. So, hier haben wir noch einen kleinen Hangar, so einen Bodenhangar praktisch, der fährt nach unten, so ein Fahrstuhl. Da könnt ihr sogar, glaube ich, eine Ballista passt nicht drauf, aber ein Rover passt, glaube ich, drauf, ne? Mhm. Genau. Ist hier eigentlich noch sonst irgendwas bei, wenn man das kauft, das Ding? Das weiß ich nicht. Nee, ne? Ich glaube bestimmt auch. Ich glaube ein Rover oder meinst so. Meinst du, ein Rover ist damit bei, ja? Ja, gehe ich von aus, ist Origin. So, hier haben wir dann, das müsste das Captain Quarter sein hier mit dem Captain Bett. Bitte hier auch nicht reinlegen. Ne, das ist eine böse Falle. Wenn ihr dann aufsteht, backt ihr meistens in die Decke und dann hängt er da. Ne? Also, Händchen, nicht hinlegen. Hier der Captain raucht so Zigarre. Müde. Hier ist ein Logbuch. Ne? Gibt aber noch nicht viel rein zu schreiben. Ist ja alles noch nicht final. So, und hier gibt es auch noch einen kleinen Monitor. Genau, und dann haben wir hier noch einen anderen Fahrstuhl. Genau, das ist der andere, mit dem wir gerade hochgekommen sind. Dann gehen wir nochmal hin. Und ihr seht schon, das Schiff ist schon groß. Ja, und jetzt die 890 Jump daneben. Da könnt ihr euch auch was gefasst machen, Leute. Ne? Ich meine, viele kennen das natürlich schon. Aber es gibt ja auch viele Neuankömmlinge. Die denken sich jetzt, was? Das ist noch größer? Gibt es ja nicht, glaube ich nicht. So, und hier haben wir die Crew-Quartiere. Ne? Beziehungsweise... Doch, das müssten. Sind das die Crew-Quartiere? Oder muss ja, ne? Ist ja jetzt nicht die Gäste, die werden ja jetzt hier nicht in. Nee, ja. Nebeneinander liegen. Auch, auf dem Schiff hast du auch keine Gäste, das ist die Explorer-Variante. Ach so, stimmt, das ist die Explorer. Ja, du Süße. Dann sind es hier die Crew-Mitglieder, die hier richtig schön luxuriös auch schlafen. Und wenn die gerade pennen und dann das Ding wird angegriffen und wird zerstört, haben die sogar hier jetzt auch noch Rettungskapseln.
Die 600er wird übrigens noch überarbeitet, weil sich viele beschwert haben in den Crew-Quartieren, weil die zu wenig Privatsphäre haben. Echt? Und vor allen Dingen, weil die auch keine Leiter hat und die Waffen so hässlich aussehen. Also die wird auf jeden Fall noch überarbeitet. Okay. Also sie kriegt hundertprozentig einen Leiter rein, ob sich das andere ändert, weiß ich nicht. Ja, hier haben wir auf jeden Fall ein paar Garderobenhaken, dann gibt es hier natürlich noch ein Töpfchen für die Männerkieksen und für die Ladies gibt es hier auch noch was. Obwohl, sind beides Ladies, ne, gerade, oder? Männchen, Zitko, genau hingucken. Wie Männchen. Beides Männchen drauf. Ja, genau. Also keine Ladies. Nein, Zitko, mit Röckchen ist Weibchen. Ja, eben, ist ja nicht. Ja, hat, ja eben, sag ja, ich ja, doch, sag ich für doch. Männchen. Ja, hab ich doch gesagt. So, gut. Das ist auf jeden Fall die Origin 600i Explorer-Variante beziehungsweise Expedition. Die ist auf der Seite mit 40 SCUs ausgeschrieben. Das kann aber nicht sein, oder? Die hat nicht so viel Laderaum, leider. Nee, ja, dann ist es wirklich, dann stimmt's vielleicht. Und die Touring-Variante, in die wir gleich gehen, die hat sogar nur 16 SCUs. Kann das sein? Die hat keinen Rover-Stellplatz. Also gut. Ich kann mal gucken. Nee, die hat halt unten diesen Fahrstuhl, hat sie nicht. So, wir kommen jetzt hier leider nicht nach unten, deswegen müssen wir erst wieder hochfahren, den Fahrstuhl wechseln. Ne? Also nicht vor Panik hier reinrennen, weil er raus wollt und dann geht's nicht. Ne? So, einmal nach links, genau. Na, auf jeden Fall, was ich an Star Citizen so faszinierend finde, da haben wir uns ja gestern auch beim Bar Citizen drüber unterhalten, ist dieses, dass Schiffe teilweise so groß sind wie einzelne Level in anderen Spielen. Ne? Ja. Ist schon echt faszinierend, würde ich sagen. Und du hast echt so richtig das Gefühl, du bist auf einem Schiff und das ist so ein bisschen so dein Arbeitsplatz. Ne? Das ist natürlich bei Drake noch krasser, finde ich, weil das ja auch wirklich aussieht wie ein Arbeitsplatz. Ne? Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf das Schiff freue. Ich sag jetzt nicht welches, ich will den Leuten nicht auf den Sack gehen. Lass mich raten, fängt mit Krach an, ne? Und ich sag, mit Ecken ich auf. Ich mach ja auch vieles andere. Mich fasziniert hier einfach nur diese Grafik, die Detailreichtum. Dann ist er hier richtig extrem. Ja. So, kommen wir. Wir legen mal einen Schritt zu. Ach, jetzt wird der alte Mann auch noch gescheucht hier. Komm hier. Zitko, heute ist Sonntag. Ja, und auch noch erster Advent. Ja. Du rennst hier durch die Halle wie die anderen hier alle über den Weihnachtsmarkt. Ja, genau. Glühwein. Ja, wo denn? Wo ist denn hier der Glühwein? Akrobat ist wieder da oben. Also wir hätten ja auch ein bisschen. Auf seinem Schwebebalken. Ich muss aber umklettern. Was sagst du, Händchen? Ja, da ein bisschen Adventsdeko und Glühweinstand hätten wir ja schon machen können, ne? Ja. Nee, in Star Citizen gibt es kein Weihnachten mehr. Wurde 2750 verboten. Aber wie der Sidko gerade gesagt hat, die Plesi 500 und trotzdem noch über Monitor wird damit gezockt. Also. Ja, manche Sachen bewähren sich halt. Dass die PlayStation 500 noch einen Monitor hat. Oder so, fahren wir wieder oben an, oder? Ja, da wird das Bild einfach in dein Auge reingelasert. Ja, eingebrannt. Danach bist du zwar blind, aber wenigstens hat das ein Erlebnis. So, ich hoffe, das Spiel bleibt stabil. Wir haben so leichte Mini-Rucker. Ja, dauert diese Lecks. Ja, der Fahrstuhl ist ein bisschen hängen geblieben. So, hier vorne ist eigentlich alles relativ gleich. Würde ich mal so behaupten wollen. Ne, auch hier diese kleinen knubbeligen Griffe hier vorne. Ist übrigens auch bei der 890. Aber ich muss sagen, ich finde die Variante um einiges geiler als die andere 600i. Ja? Du hast doch bis jetzt nur das Cockpit gesehen. Nee, ich bin schon hinten drin. Also okay. was ich ja gut finde, ist, was du beim Fliegen hier für eine gute Aussicht durch die große Brunnen. Ja, das ist wirklich toll bei dem Schiffen. Ja, finde ich auch. So, hier wieder drei Escape-Pods. Und hier seht ihr. Das ist jetzt wirklich anders. Hier war vorher ja dieser Globo-Ball, ja, diese Exploration-Sitzplatz. Und hier sind jetzt die einzelnen Quartiere der Gäste, ja, die hier
schon luxuriös reisen können. Ich finde ein bisschen merkwürdig, dass die Tür von der Toilette durchsichtig ist. Es ist Schwanglas. Wenn man da abschließt, von innen wird es transluzent. Bist du dir sicher? Ja. Nee, keine Ahnung. Das stimmt. Ja, vielleicht ist ja auch so aber ein es Ding geil. Für besondere Vorlieben, weißt du, für Pärchen. Ja, oder das ist einfach egal in der Zukunft. Ja, Drake hat zum Beispiel gar keine Trennwand drin. Also ja, siehste. Kann man halt Müsli essen. Ja, genau, die sehen alle relativ gleich aus, die Räume. Aber ey, wieder kein Toilettenpapier, ne? Anscheinend kackenreiche Menschen. Ja, hier vielleicht haben die ja so eine Brause. Kacken hier oder was? Get. So, hier auch wieder, das ist wieder das gleiche, hier ist der Fahrstuhl. Oder alle zwei Muscheln bei, man weiß es nicht. Das waren drei Muscheln. Wow. Das ist auch das gleiche, ja, hier wieder diese Waffen, das ist auch komplett identisch mit dem Barbereich. Ich glaube, nur das mittlere Modul ist anders. Ja, ist möglich. Gehen wir auch gleich nochmal runter. Und ich finde dieses mittlere Modul halt so nice. Ja, es ist wirklich schön. Das stimmt. Also für jemanden, der luxuriös im Touring-Bereich einsteigen möchte, für den ist das auf jeden Fall schon mal ein richtig, richtig gutes Schiff. Ja, einsteigen für $500. Edel sieht das schon mal alles aus hier. Ja, aber gut, man kann natürlich auch mit einer 300i einsteigen, ne? Aber das ist dann eher so ein Privattransport. Ja. Ne? So, ihr könnt jetzt hier mit dem Fahrstuhl fahren, wir können aber hier auch die Treppe gehen und das machen wir jetzt mal. Ne? So, schöne Wendeltreppe. Ich hoffe, dass man es in der Mitte die Röhre mit einem Aquarium austauschen kann, das wäre irgendwie cooler, wenn da so Fische rumschwimmen würden. Ja, was ist denn das überhaupt? Vielleicht ein Blauball so oder sowas. Ne? Ja. Nee, ich meine hier diese Röhre bei tatsächlich, der Treppe. Aber da sieht man aber echt. Ach, das meinst du. Hm. Ja, das wäre geil, stimmt. Wenn da noch schöne Fischchen drin rumschwimmen würden. Ah, ist schon ganz cool, das stimmt. So, ansonsten ja unten noch ein kleiner Aufenthaltsbereich. Ne? Ein paar Tischen. Boss wird wohl über einen Glasboden einfach einen Teppich legen, damit man nicht mehr durchgucken kann. Ja, toll. Wirkt es doch gleich viel bequemer. Der sieht gar nicht aus wie ein Glasboden, der sieht echt aus wie so ein Loch, als ob du da rausfällst. So, hier hinten haben wir die Crewquartiere, das ist alles identisch. Denke ich, Chaos hat wahrscheinlich recht, das ist echt nur das Mittelteil. Was, ein paar Putzfrauen haben hier, die da ganze Glas schrubben hier jeden Tag. Ja, vielleicht ist es so eine Falltür. Stellst du deine Leute ab, die dir so gefallen, drückst auf den Knopf und zack, weg sind sie. Vielleicht ist es auch irgendwas, wo was projiziert wird, so eine Art Holo-Tisch-Deck-Dings. Ne? Vielleicht. Vielleicht, aber auch nicht. Vielleicht kann man da auf Extremschach spielen, man weiß es nicht. Leute, das ist ein einfacher Glasboden. So, und hier in die Ecke, ja, da stellt ihr dann euer Captain-Teleskop. Was wir jetzt mit dem Goodies-Pack bekommen haben. Das ist doch ein super Platz. Ne? Ich würde das Ding in den Müll schmeißen. Ja, du. So. Nee, ich brauche das. Dann würde ich sagen, Endspurt in die 890 Jump. Auch erst seit ein paar Monaten bei uns. Im Verse. Wir haben ja schon eine Menge Schabernack damit getrieben. Ah. Händchen. Ja, wer hat denn da mit drauf gedrückt? Na klar. Nur du. Ne. So, Moment. So, jetzt. Hallo? Also die Aktionen passen auf jeden Fall zu seinem Gesicht. Nein, ich habe gestern eine kleine Schlägerei in der Bar gehabt da. So. Und jetzt geht's los. Die 890 Jump, der Luxusliner, das Capital-Schiff von Origin Jumpworks. Mit eigenem Sparbereich und 1600 SCUs. Zumindest laut Internetseite. Ein Schnäppchen. Komm, wir drücken alle Knöpfe, die wir finden. Aber haben wir ja schon mal eigentlich drin. Da muss man immer aufpassen, dass keine blinden Passagiere mitfliegen, die sich dann hier draufstellen. Und dann ich glaube, da so das ist eine Passform, die werden einfach zerquetscht. Ja, oder spätestens erfrieren sie dann im All. So, komm, wir nehmen den hier, der ist ja gleich unten. Hier, so ein Fuß ist schon dreimal so groß wie eine Aurora. Ja, der Fuß hat hier eine eigene Treppe, hier, guck mal. Das ist krass. Man kann sogar raufgehen. Voll gut. Gut, dann let's go. Also ich finde, für einen Hauptfahrstuhl ist dieser Fahrstuhl sehr klein. Ich glaube, das ist aber der Crew-Fahrstuhl, oder? Nee, es ist der Hauptfahrstuhl. Ist das, okay. Ich weiß nicht genau. Kann ich ja gar nicht glauben hier. Da, was ist das denn hier für ein Ding? Ladeluke. Ich glaube, der Bildschirm ist hinter dir, Sitko. Ach so.
So, jetzt fahren wir erstmal hier diesen Gang hoch. Relativ lang. Fahren, glaube ich, ganz nach oben, ne? Kann das sein? Ja. Was läuft denn hier für eine Mucke im Hintergrund? Habt ihr das gehört? Den haben sie ein bisschen langsam gemacht, den Fahrstuhl, ne? War der nicht mal schneller? Ich glaube, ja. Finde ich aber cool. Gefällt mir. Vielleicht die Leute haben genug Zeit. Können sich alles kaufen. Ja. Auch Zeit. So, mal gucken, ob wir das noch alles zusammenkriegen. Auf jeden Fall sehen wir hier auch diese Goldintarsien hier. Und natürlich gilt auch wie immer, ihr müsst auf Schilder achten. Ja, wo was steht, ist auch hier Central Modul zum Beispiel, ist da vorne, links und rechts. Das müssten Rettungsmodule sein. Docking-Collar, nee, genau. Achso, ja, genau. Das ist das Docking-Collar. Und hier sind keine Rettungskapseln, sondern da sind dann Anzüge drin, ja, die ihr anziehen könnt. Zum Beispiel wie der Typi auf Microtech mit seinem Frieranzug. Ja, da. Und dann ich freue mich da schon richtig drauf auf das Gameplay. Ich bin froh, dass ich so einen Anzug schon habe. Ja. Ach ja, stimmt. Brati kriegt noch mal ein anderes. Müssen wir auch noch mal. Achso, hast du zwei Goodie-Packs? Oder? Ja, genau. Wo bekommt man den Anzug? Den kann man jetzt bekommen? Nee, den bekommst du nicht mehr. Den bekommst du später im Game auf jeden Fall. Also kannst du ja so oder so kaufen. Ne? Nur es gab halt dieses Goodies-Pack und war halt einer mit drinne. Also, ah. Das gibt's aber nicht mehr. Zuko hat aus irgendeinem Grund zwei. Ja. Zuko, ja, mein Freund. Ja, das war doch der Gunner und der Buntfalke, die haben noch eine Schnitzeljagd für mich gemacht. Achso, hast du noch eins gekriegt? Und da habe ich als Preis das bekommen, genau. Hier, diese Vasen, alle Items, die ihr übrigens seht, wie Vasen, Bilder, die wurden uns auch irgendwann mal vorgestellt in einem Inside Star Citizen, ne? Und ich finde auch diese Leuchtschrift auf den Böden halt richtig geil, ne? Das zeigt einem richtig cool den Weg. Das fällt auch richtig auf. Alles, ne? Schon ganz geil, ne? Hier ist zum Beispiel eine Suite, wenn wir reingehen. Gemälde hingen doch hier auch irgendwo. Genau, da kommen wir gleich noch hin. Ne, auch alles, diese ganzen Teile, die wurden alle, diese Assets wurden extra für die Eight Night Jump gebaut. Und hier hat dann der Chaos auch sein Aquarium. Da kommen bestimmt auch noch Fische rein irgendwann. Ne? Das ganze Designerzeug hier drauf ist schon mehr wert wie meine kompletten Schiffe, die ich habe. Ja, mal drei. Mal drei. Hier, siehst du die vier Muscheln? Ach nee, das sind Seifen. Genau. Ich frag mich, wie das mit den Muscheln funktionieren soll. Schade, dass sie es im Film nie erklärt haben. Ja, das ist ja der Witz. Ja, aber das hat mich damals als Kind interessiert. Ja, wen nicht? Die vier Nuscheln. So, auch diese Treppen, wie die hier so rauskommen und so, das sieht schon echt richtig, richtig geil aus. Wir gehen erstmal weiter. Das ist schon echt bombastisch hier, ne? So, hier auf der Seite ist jetzt der Engineering. Gut, da geht's runter, da gehen wir gleich hin. Was haben wir hier noch? Ach, das ist auch ein Elevator. Und das hier ist jetzt so ein Escape Shuttle, ja, auf der Seite. Da können 8 Leute drin sitzen. Und auch ziemlich geil. Wird aber wahrscheinlich auch... Was heißt Shuttle? Das Ding kann nicht selbstständig fliegen. Das ist so ein Ding, was so unter der... Escape Pod. Argo. Genau, was du in der Argo runterstellst, ist die gleiche... Also heißt, der wird abgesprengt. Genau, das wird abgesprengt und wenn gar nichts mehr geht, dann können da die Leute flüchten. Ne? Genau. Und der Argo kann das bestimmt auch aufheben, weil die Form ist halt schon recht ähnlich, ne? Ja. Von innen. Aber wird wahrscheinlich auch erst mit dem Ship-to-Ship-Docking oder so. Aber letztendlich wird das DE nur abgesprengt. Ich weiß nicht, ob man das dann wieder einbauen kann. Wahrscheinlich nicht. Das Schiff wird ja dann zerstört, ne? Deswegen wäre ja Quatsch. Also, auch wenn ich Drake mehr mag, ich bin auf Origin ein bisschen neidisch. Weil ihre großen Schiffe haben Escape-Pods. Ja gut, Drake braucht es ja, nicht. Ja, man weiß ja nicht, was kommt. Ne? Du kannst ja später da bei manchen Schiffen auch irgendwelche Klamotten anbauen. Ach geil hier, ne? Mit diesem ich glaube nicht, dass du Escape-Pods nachrüsten kannst. Da weiß man ja jetzt noch nicht, was alles passiert. So, und hier ist der Spa-Bereich, Leute. Ja, natürlich, wird sich natürlich alles noch ändern. Ne? Hier richtig schön mit Holz eingearbeitet. Ah, das sieht wirklich geil aus. Ne? Hier sind die verschiedenen Saunen. So, hat gerade noch einer einen Pinienkernaufguss gemacht hier. Ich rieche das genau. Ja, hier. Ne? So. So, dann haben wir hier noch eine Dusche, ne? Zum kalt abduschen nach der Sauna. Ganz wichtig. Ich habe mir ein Nest gebaut. Auf der anderen Seite haben wir einen Whirlpool. Hier. Auch ganz geil. Kann aber ganz schön lange die Luft anhalten hier im Pool. Genau, und dann haben wir natürlich auch noch einen richtigen Pool da hinten. So, Händchen macht sich schon nass. Da. Nicht, dass du dich verkühlst. Pass auf, du kannst da trinken, ne? Warte mal, zack, wo? Nö, guck mal, alles cool. Gut. Ich kann mir auch hinlegen hier, ne? Wie war das nochmal? X. Ah ja. Macht er nicht. So, auf jeden Fall richtig, richtig cool.
Was gerade nicht da ist, das war eigentlich mal, war so eine Spiegelung oben an der Decke vom Wasser. Aber das sehe ich ja, stimmt, nicht. Die ist weg. Ja. Ja. Und hier bin ich mal gespannt, ob dieses ganze Spa-Zeug, wenn man wirklich sagt, komm, ich bin jetzt eine Stunde hier in der Sauna, ob man dann so seine Vitalwerte dann später so richtig nach oben pusht. Würde mich echt mal interessieren. Ich würde es cool finden. So, dann würde ich sagen, fahren wir einen tiefer, oder? Oder fahren wir erstmal runter? Und nee, wir fahren erstmal hoch. Ach komm, wir fahren gar nicht Fahrstuhl. Wir gehen zu Fuß. Ja, wir sind ja noch jung. Ne, Händchen, du kannst den Fahrstuhl nehmen. Was hast du gedacht? Wir sind jung. Ich wollte sagen, ich darf den Fahrstuhl nehmen. Aber da muss der Chaos mir helfen. So, hier sind wir erstmal auf so einer Zwischenebene. So, hier haben wir noch ein paar Zimmer, wo dann die Gäste wohnen werden. Ne, hier eins, zwei auf beiden Seiten. Hier gibt es dann noch ein Badezimmer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das öffentliche Toiletten sind, weil die haben ja in den Zimmern sowieso welche. Wahrscheinlich sind das die Toiletten, wenn man jetzt in der Bar getrunken hat und gegessen hat. Dann kann man dann auch schnell seine Sachen erledigen. Das ist auch ganz gut. Die Toiletten müssen eigentlich anders aussehen, wenn du da besoffen daneben schiffst. Ja, hier ist ja jede Toilette hat ja einen Putzmann oder Putzfrau, Putzhilfe. Ja. Ne? So, kann man hier schon mal was trinken hier? Nee. Ja, man konnte mal den John Luke nehmen. Die Brause hier. Das war krass. Die wo die es getestet haben, war ja jedes Item physikalisch. Ja. Ist ja momentan nicht mehr so. Das liegt aber alles an der Performance. Die haben ja gesagt, die nehmen ganz viel raus, was man benutzen und nehmen, machen und tun kann, einfach um die Performance möglichst unten zu halten. Das geht aber alles schon. Weil früher die ganzen Gläser konnte man alle bewegen, alle ja, das kommt auch wieder. Das ist wirklich nur wegen der Performance rausgenommen worden, erstmal. So, hier haben wir noch einen Konferenztisch zum Beispiel. Ja, eine Riesentafel. Hier vorne können auch noch Gäste sitzen. Ah, das haben sie schon echt gut gemacht, das Schiff. Muss man echt sagen. Das macht schon echt Bock. Ja. Ne? Nur der Kosten-Nutzen-Faktor im Moment. Ja, im Moment gibt es halt diese Spielmechanik noch nicht, ne? Dass man wirklich NPCs oder Spieler von A nach B kutschieren muss oder kann. Das ist ja auch ein Schiff, was dann wirklich über Sternensysteme reist und nicht einfach mal von Arkop nach Hörsten. Da wird man jetzt keine 8-90-Jump für buchen. Ne? So, das ist das Partyschiff auf Terra. Ja, genau. So, hier haben wir noch einen leichten kleinen Küchenbereich. Zum Beispiel. Aber es gab doch noch eine andere. Ach, die ist unten. Genau, hier ist nur ein Ausgang. Hier kann man sich noch ein Glas, eine Serviette und einen Teller schnappen. Und wenn wir jetzt hier runterfahren, müsste da unten eigentlich die Küche sein, ne? Steht doch da hinten dran. Wo? Ganz unten Küche. Ganz Mitte. Unten Küche. Barpool. Ja, klar. Okay. Mhm. So, fahren wir erstmal in die Küche. Fahren wir nochmal am Spa-Bereich vorbei, wo wir eben waren. Und kommen dann unten in der Küche aus. So, hier ist schon Weltraumobst, liegt hier schon. Ne? Ey, Weltraumobst. Mach die Tür nicht auf. So, hinten gibt es noch eine Vorratskammer. Da. Ja, ich habe ein kleines Problem mit der Treppe. Ich komme da nicht mehr hoch oder runter. Ich stecke jetzt an der Treppe fest. Nein. So, und hier, Leute, ihr habt es schon erahnt, hier quartiert die Crew. Ja, und auch einen kleinen Aufenthaltsbereich. Ich meine, so lässt sich arbeiten, ne? Also, das ist so, da ist so mancher Arbeitsplatz, wenn man jetzt mal an die Caterpillar denkt, schon anders. So, dann haben wir hier EVA-Anzüge, können wir hier wieder benutzen. Dann hat die Crew natürlich noch die Möglichkeit, auch so ein bisschen in der Freizeit Spaß zu haben. Gibt es einen kleinen Dattelautomat, da können wir dann Arena Commander spielen, ne? Billard. So, dann gibt es hier noch Getränke, Kühlschrank. Super, ich finde das super, muss ich echt sagen. Ich wäre gespannt, ob hier der Automat, ob der später mal funktioniert. Ja, muss. Sonst wird der ja nicht eingebaut werden. Ne? So. Ja, ist ja nicht alles hier funktioniert. So, Freunde, und das ist der Hangar. Auch ganz geil hier. Haben wir ja neulich mal eine Gladius und eine Arrow reingekriegt. Ja, war ziemlich geil, hat echt gut gepasst. Und dann haben wir die Hammerhead angegriffen und haben verloren, weil die einfach zu gut ist. Dann gibt es hier einen Basketballplatz hier vorne. Könnt ihr ein paar Dreier werfen. Oh, guck mal. Ja, das ist schon echt. Das ist wirklich toll. Also, so stellt man sich ein Raumschiff vor. Ein fettes. Ne? Hier gibt es ein Turret. Auf der anderen Seite gibt es auch noch einen da hinten an der Tür.
weil das Ding kann sich natürlich auch verteidigen. Hier und an den Seiten hier können wir überall noch Kisten hinstellen. Ich glaube, das ist auch der SCU-Bereich hier, ne? Also der, wo man die ganze Fracht dann hinstellt. Die steht dann hier an der Seite rum. Hat schon einer mal von euch so ein Ding vollgeladen? Nee. Ich hab ja so ein Ding gar nicht. Möchte ich ja auch nicht. Händchen, ich hab so bei Bäcker. Also wenn du mal eben so 900 Euro übrig hast, gehört sie dir. Nö, ich möchte ja gar nicht haben. Die könntest so, du übrigens mir schenken, die würde ich nicht einmal fliegen. Hier kommen übrigens die Gäste an, ja, die werden dann hier durch den Hangar geleitet, werden dann hier durchgeführt. Hier ist dann sozusagen der Check-In, ja, die Waiting Lounge. Hier warten dann die Leute, die wieder abgeholt werden. Oh, boah, hier ist klassische Musik. Ja, wollte ich gerade sagen, die war doch gerade unten schon, wie wir reingegangen sind, auch schon. Santa Maria. Uiuiui. Ui, ui. Ein rabenschwarzer Sonntag für mich. Mit klassischer Musik. Oder? Klassische Musik hier. So eine Origin. So, hier gibt es noch ein Medibay. Ja, hier könnt ihr euch reparieren lassen, wenn ihr kaputt seid. Ne? Könnt ihr euch hier hinlegen, scannen lassen. Ich guck mal, ob ich schon kaputt bin hier. So, und ich glaube, momentan kann man sich hier sogar ausloggen an dem Ding. Ne? Ich weiß nicht, ob das mittlerweile bei den anderen Betten auch geht. So, Titko, geh mal da an das Mischpult. So, checken wir mal das Händchen durch. Gib mir mal wieder ein Glasauge. Oh, Händchen, das sieht nicht gut aus. Echt? Ja. 180 Puls, wa? Oh, hier. Oh. Ey, gar nicht gut, Herr Doktor. Und Kopf hoch, zack. Wo ist das denn hin? Und? So, und kann sie ausloggen, ja, ne? Theoretisch? Warte mal. Kann gar nicht. Ja, zeigt er mir was an? Doch, nee. Exit, Lockout, ja, kann ich. Aber aufstehen will ich jetzt hier. Gut, wir gehen mal weiter. Und Chaos, hast du dich wieder befreien können, oder? Nö, ich wohne jetzt hier. Ja, schon eingerichtet. Ja, und was auch ganz geil ist an dem Schiff ist, das haben wir ja auch in dem Video gesehen, ist halt das Schadensmodell. Ne? Wenn hier richtig was kaputt geht, dann ist alles rot und leuchtet und blinkt und so. Das ist schon echt ziemlich cool. So, die Gäste fahren dann hier, ja, deswegen steht hier auch Guests. Fahren dann hier mit dem Fahrstuhl dann hoch in die Quartiere und dieser Bereich hier ist dann wieder für die Crew. Hier sind dann die ganzen Waffen drin. Ne, hier ist dann Cargo, genau, hier ist nämlich das Cargo. So, hier. Hier, du stehst doch da einfach, Chaos. Ich hänge bei mir an der Leiter, ich komme nicht weg. Hm. Ja. Gut, die Leiter benutzen wir auf jeden Fall nicht. Soll ich dich umschuppen? Nee, ja, warte, hier können wir den Fahrstuhl dann runterfahren zum Beispiel. Das sieht auch okay, richtig cool aus. Ja, der fährt nach unten. Hätte ich ja jetzt. Dann geht nämlich erstmal hier das Ding zu. Aber guck mal, hier ist hinten. Oh, das hat einen Glasboden gekriegt. Oder ist das ein Fehler? Ist ein Fehler, nee. Oder? Nee, das ist. Doch, teilweise hat es einen Glasboden, ja. Ja, aber es ist ja ein kompletter hier Glasboden oben hier. Die Lüftung hier, die ist immer noch kaputt da, wo du letztes Mal ja, ein Loch reingeschossen hast. Raus, ne, ja. Das ist die. Aber ich glaube, das ist nicht richtig hier. Ich glaube, da fehlt was. Normalerweise. Nee, der ist so. Nein, normalerweise kannst du doch nur hier durchgucken, oder? Nein, der ist so detailliert. Der ist so. Echt? Ja, guck doch mal hier, der beleuchtet und so. Ja, aber das sieht doch komisch aus, dieses weiße Gefleckelte hier. Das ist ja nicht. Nee, das ist. Na gut, Händchen, es ist so. Hör mal, ist halt Origin. So, hier ist der Gravitationsgenerator. Hier dann sind die Schilde, hier sind ein paar Komponenten verbaut. Ne, ich dachte, das ist hier cool. so eine zukünftige Wahrsagerin hier, so eine Glaskugel. Ja. Ach, das ist das. Ja. So, da hinten ist der Jump Drive drin, auch ein riesen Apparillo. Und hier sind die Engines, ja, auf beiden Seiten gleich hier. Auch richtig cool aus. Eigentlich schon alles riesig hier drin, ne? Bam! Ja, es ist schon echt. Ah, es ist schon echt. Aber wenn man sich das jetzt mal so anguckt hier, dann kann man ja vorstellen, so Unterhaltungskosten, wenn mal was kaputt ist. Teuer. Tja. Ja, also wenn so ein Ding zu unterhalten, und ich denke, man will ja dann auch mehrere haben. Irgendwann. Mehrere, ja. Dienst. Klar, wenn man so eine richtige Touring-Flotte aufbaut. Oh, da muss man aber schon ein mega Fan von sein. Ja. So, dann gehen wir nochmal auf die Brücke. Ich glaube, sonst haben wir alles gesehen, oder? Eigentlich schon. So, nee, warte mal, ist nicht hier auch das Ding, wo das, waren wir schon, wo man nicht landen kann?
landen kann. Ja, Landingpad mit dem Basketballkorb. Ja, da waren wir doch schon. Da waren wir schon. Ach so. So, hier sind noch ein paar andere Gäste. Guten Tag. So, jetzt gehen wir hier nochmal hoch. Hier ist nämlich die Brücke. Ja, auch ziemlich geil. Hier sitzt dann der Captain Baxton. Oder der Black, der Black mit seiner, wie heißt er, sein Schiff? Keine Ahnung. Ich hab auch schon wieder vergessen. Ja, der Holzbogenfalke oder was? Was ist das nicht? Das vollgelaufene Händchen kommt zu Besuch. So, ansonsten. Wir mal kurz einsteigen, können wir uns das Ganze nochmal von außen angucken. Ja, auch wie die Dinger hier so wegknicken, ne? Ist also. Ne. So. Und da haben wir den Apparillo hier. Passt kaum rein, ne? Die Deckenflutlichter, die kratzen fast an Lack. Aber wie gesagt, die Übersicht von hier vorne, so beim Fliegen, die ist wirklich. Ja, und da hinten das Fenster, wo wir jetzt direkt drauf gucken, diesen Dreieck drin ist, was so weiß umrahmt ist, das ist die. Entweder ist es die Luxuskabine oder die Captain-Kabine. Das ist noch so ein bisschen unklar. Wahrscheinlich ist es wirklich die First-Class-Kabine. Da gehen wir auch gleich noch rein. Ne? Und, das ist doch das eigene Zimmer. Meinst du? Das ist von dem Besitzer, ja. Nicht vom Captain, sondern von dem Besitzer. Beziehungsweise von hochrangigen Kunden. Ja, möglich. Ja, ansonsten haben wir hier oben das in der Mitte hier auf dem flachen Deck ist noch, das ist der Hangar, wo wir gerade noch drinnen waren. Hier vorne fährt noch ein Geschütz raus. Ja, das ist schon. Es ist wirklich ein geiles Teil, ne? Ob man jetzt Origin mag oder nicht, mal dahingestellt. Also wirklich trotzdem ein mega, mega gutes Schiff. Leuchtet ja hier, guck mal. So, ach so, eins haben wir nicht gesehen. Da gibt's doch noch irgendwo einen Raum, wo man noch Geschütze steuern kann, oder? Und wo war das denn? Das irgendwo unten. Ja, ihr seht schon, man kann sich hier verlaufen. Und das hatte ich ja auch schon mal gesagt, wenn ihr solche Schiffe habt, müsst ihr das Ding in- und auswendig kennen. Ne? Keine falschen Wege laufen. Das muss wirklich funktionieren, muss das Ganze. Ihr müsst ja schließlich auch Befehle geben, ne? So, jedes Crewmitglied solltet ihr natürlich auskennen. So, und hier hinten ist dann noch die Luxus-Suite. Hier, ne? Hier kommt man rein. Aber ich habe die Gemälde noch gar nicht gesehen. Waren die nicht hier? Oder ja, genau. Die sind jetzt zum Beispiel hier auf den beiden Seiten. Da sind zwei dieser Gemälde, die jetzt extra angefertigt worden sind. So, dann geht's hier rein. Hier gibt's ein Aquarium. Einen kleinen Essensbereich. Das Aquarium sieht ganz cool aus. Nur keine Fische drin. Hier kommt man dann in das Schlafzimmer. Ja, also echt Luxus, ne? Also wirklich, guckt euch das an. Hier auch noch ein Gemälde. Dann gibt es noch ein Bad mit einer fetten Dusche, einer Whirlpool-Dusche. So, hier kommt man dann wieder raus. Normalerweise. So, dann gibt es auch noch einen kleinen Aufenthaltsbereich. So, aber ich kann mir echt, ich glaube, das ist das Captain Quarter hier. Kann man doch gucken hier, wenn du vorne, du bist doch hier an der Spitze. Guck mal hier aus dem Fenster. Und dann? Ja, das ist doch ganz vorne. Dann müsste doch hier oben dann auch. So, hier, das ist auch geil, ne? Das kleine Modell hier. Ha, schon cool. Genau, und das in der Außenansicht gerade, wo wir waren, hab ich euch dieses Fenster gezeichnet. Das ist das hier. Ja. Wenn jetzt einer in der Außenansicht wäre, dann könnte er mich jetzt hier winken sehen. Ne? Kuckuck. Ja. Kuckuck. So, ich glaube, das war's, ne? Irgendwo, wie gesagt, unten gibt's noch einen Bereich, da ist ein Raum, da kann man noch Turrets steuern, aber ich würde sagen, egal. Ne, darauf kommt's jetzt nicht an. So, Chaos, bist du immer noch gefangen? Nee, ich bin umgefallen und bin in mein Zimmer wach geworden. Na gut. So, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, Händchen, wa? Oh, jo. Hier, ich bin ganz pixelig. Warum? Was? Nein, siehst gut aus. Freunde, dann macht's gut. Das war der letzte Tag Origin Jumpworks. Morgen gibt es dann die vier Händchen. Benimmst du dich? Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Sorry. Morgen gibt es dann die vier Sondermodelle. Die Caterpillar Cutlass Black. Dann gibt es noch eine, was war denn noch dabei? Hammerhead und die Retaliator, ne? Nee, genau. Reclaimer.
Reclaimer. Reclaimer, genau. Diese vier Schiffe gibt es morgen in der Sonne. Mal gucken, wie es ist, ob die dann auch in der Messehalle ausgestellt werden. Wir werden uns das auf jeden Fall angucken und zeigen tue ich das auf jeden Fall euch. Ne? Danke Händchen, danke Chaos und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen ersten Advent. Macht es gut. Ja, auch so. Ciao. Tschüss.